Berthold Dücker ist als 16-Jähriger aus der DDR geflohen. Die folgenden drei Beiträge beschreiben sein Leben in der DDR, die Flucht und deren Gründe und sein Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Teil 1: Leben in der DDR. Berthold Dücker wurde 1947 geboren und lebte damals in unmittelbarer Nähe zur Grenze. Im Sperrgebiet bei Geisa wurde natürlich das Leben stark von der Grenze beeinflusst. Auf dem Schulhof zum Beispiel oder Freunden spielte das Thema Grenze immer eine Rolle, weil man fast täglich davon erfuhr, dass hier in dem Ort, dass dieser Nachbar, dieser Freund, den man gut kannte, die DDR verlassen hat oder auch ganze Familien bei Nacht und Nebel gegangen sind. Das war also schon Thema. Das man aber mehr so unter Freunden besprach. Zu Hause war das eher tabuisiert aus Angst. Aus Angst, Kinder nicht etwas ausplauderten von dem, was so im Elternhaus besprochen worden und dann zu Konsequenzen führen musste. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man im unmittelbaren Grenzgebiet groß wird, wird man auch mit den Geräuschen der Grenze groß. Und dann hörte man natürlich auch fortwährend in dieser Zeit Schüsse, Detonationen. Und dann fragt man sich, was steckt dahinter? Ist das jetzt nur eine Übung? Ist das vielleicht tatsächlich ein Schuss auf einen Flüchtlingen? Das war eine stärkere, heftigere Detonation. Ist da vielleicht ein Mensch auf eine Mine getreten? Oder war es nur ein Hase oder ein Reh? Vor allem ein Satz hat das Leben von Berthold Dücker stark geprägt. Ich bin mit dem Satz auch groß geworden, pass auf, was du sagst, die bringen uns von Haus und Hof. Und in dem Satz, die bringen uns von Haus und Hof, steckte die Erfahrung der ersten und der zweiten Zwangsaussiedlung. Die bringen uns von Haus und Hof. Auch durch die Schulen wurde versucht, die Idealen des DDR-Systems in die Familien zu bringen. Ich erinnere mich an zahllose Diskussionen über Hausaufgaben zum Beispiel. Da habe ich mit meinem Vater gesprochen, meine Mutter hatte Angst, er spricht mit deinem Vater und ich habe ihm die Aufgabe vorgelesen. Er sagte, das stimmt doch alles nicht. Ich erzähle dir das jetzt, wie es wirklich ist, aber das darfst du nicht sagen. Die bringen uns von Haus und Hof. Ja. Und dann habe ich natürlich altersgemäß etwas spitz mal reagiert und habe gesagt, du sagst mir doch immer und im Religionsunterricht, du sollst nicht lügen. Jetzt sagst du mir aber, du sollst lügen. Da erinnere ich mich an eine spontane Reaktion meines Vaters, dass er mit seiner Hand auf die Tischplatte schlug und die Tassen tanzten, die auf dem Tisch standen. In welcher Zeit leben wir eigentlich, dass wir unsere Kinder sogar zum Lügen erziehen müssen? Vor allem diese Situation führte bei Berthold Dücker zu dem Gefühl, in einem falschen Land zu leben. Ich weiß, dass das eine ganz furchtbare Erfahrung für mich war, so als ganz junger Mensch, Kind ja eigentlich, irgendwie lebst du hier in einem falschen Land. Aber hier sind alle die, die du lieb hast und die dir wichtig sind und wertvoll sind, aber du lebst in irgendeinem falschen Land. Und dann hat man ja auch irgendwann die ganze Verlogenheit dieses Systems kennengelernt, das Brutale dieses Systems. Das hat man schon sehr früh erfahren und das prägt natürlich. In diesem Zeitraum machte er sich Gedanken über eine mögliche Flucht in den Westen. Der Westen war für mich, ich kann es gar nicht beschreiben, ein unbekanntes Land. Aber es war eher positiv besetzt. Westerfahrung persönlicher hatte ich natürlich, konnte ich natürlich gar nicht haben, aber den Westen nahm man auf, auch über Radio und Fernsehen, als wir es dann schließlich hatten. Und da hat man schon gesehen, je mehr man nachdachte, dass das eine völlig andere Welt ist, die man da erlebt und überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Welt, in der man lebte.